würde mich an sich als wirklich großen Fan von Telefonthrillern bezeichnen. Und das, ohne dass es meiner Meinung nach wirklich leicht ist, das zu begründen. Ich meine, wir als Fan von Actionfilmen und Thrillern kennen das klassische Konzept. Eine Person wurde entführt und es liegt dann an entweder einer Einzelperson wie Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone oder auch Halle Berry, beziehungsweise an einer Einheit wie dem CSI, die Person zu retten. Natürlich mit teilweise mehr, teilweise weniger glaubwürdigen Skripts, aber im Endeffekt ist es doch der Mensch, der das Geschehen steuert und der Mensch, der dafür verantwortlich ist, ob die Person im Endeffekt gerettet wird oder aber nicht. Wenn jetzt dann allerdings die Person mit der entführten Person nur per Telefon, einem meiner Meinung nach relativ fragilen Medium kommunizieren kann, wo der Akku leer werden kann, die Verbindung unterbrochen werden kann oder aus irgendeinem anderen Grund einfach die weitere Kommunikation erschwert wird, auch weil vielleicht der Entführer das Handy findet und beseitigt, das ist, finde ich, einfach ein zusätzlicher Spannungsfaktor. Und den nützen Filme wie beispielsweise Nicht auflegen großartig. Final Call fand ich super, sogar das Hong Kong Remake Connected. Und ich finde, alleine das zeigt von der Kraft dieses Telefonthrillers Final Call, weil wir kennen die Sache, dass Amerika Filme aus Asien neu verfilmt. Aber umgekehrt, dass es ein Hongkong-Remake von einem US-Spielfilm gibt, ist mir eigentlich bis jetzt noch relativ selten untergekommen. Aktuell gibt es den Thriller The Call mit Halle Berry in der Hauptrolle und auch der hat mir persönlich wirklich gut gefallen. Grundsätzlich muss ich sagen, es gibt auch bei diesem Quickie Review dann wieder einen kleinen spoilerbehafteten Teil am Ende des Videos, aber jetzt halte ich mich natürlich 100% spoilerfrei und formuliere es einmal so, es passieren in dem Film natürlich die ein oder anderen dämlichen Sachen, wo man als Zuschauer da sitzt und sich denkt, nein, oder? Aber im Gegensatz zu anderen vergleichbaren Thrillern wird der Film nicht grundsätzlich durch Dummheit getrieben. Es ist nicht so, dass alle Charaktere agieren wie komplette Vollidioten und dass wir nur deswegen einen Film haben, weil keiner fehlerfrei bis vier zählen kann, sondern es passiert einfach das, was meiner Meinung nach in einer Stresssituation wie dieser einfach passieren kann. Menschliche Fehler, die dann eben der eine oder der andere ausbaden muss. Und wo sich dann auch wieder ein weiterer Teil des Films darauf konzentrieren kann, wie man diese Suppe wieder auslöffelt, wie man das Szenario wieder umdrehen kann. Es kommen im Gegensatz dazu auch einige wirklich intelligente, wirklich interessante Ansätze, vor allem eben bei der Telefonkommunikation mit Halle Berry zutage, die ich für einen Entführer Thriller relativ interessant und auch neu finde und mir einbilde, in der Form zumindest nicht oft bis jetzt gesehen zu haben. Was für mich bei The Call eigentlich ein relativ großer Störfaktor war, war die Filmmusik. Und ihr wisst, ich bin ein großer Fan der elektronischen Tanzmusik, aber dieses 0815 Techno-Gedudel aus den späten 90ern hätte dieser Film meiner Meinung nach nicht gebraucht. Vor allem weil der Film etwas macht, was mir persönlich eigentlich ziemlich unangenehm ist und was ich bei einem Film von dieser Produktionsklasse, immerhin Halle Berry spielt die Hauptrolle, nicht erwartet hätte, nämlich, dass es teilweise ein Duell des Soundtracks gibt. Im Hintergrund läuft die Filmmusik und dann passiert es beispielsweise, dass jemand im Auto das Radio aufdreht und gleichzeitig läuft ein Song im Radio und die Filmmusik trotzdem noch durch. Außerdem, zum Schluss des Films passiert das Ganze noch einmal. Finde ich wirklich unschön und eigentlich in Wirklichkeit auch ziemlich unprofessionell gemacht. Das Ende des Films ist einfach nur richtig böse, zu einem gewissen Grad auch wirklich überraschend und was den Film aber trotzdem für mich treibt, ist nicht nur die Tatsache, dass Halle Berry ihre Rolle wirklich sehr gut macht, sondern vor allem, dass Abigail Breslin, die Entführte spielt, ein wirklich fantastisches Schauspiel an den Tag legt und die Angst, die Panik und die Verzweiflung ihres Charakters wirklich glaubwürdig und nachvollziehbar rüberbringt. Im Endeffekt ist The Call definitiv kein perfekter Film, definitiv kein makelloser Thriller, aber er ist, finde ich, genau das, was Thriller-Fans für zwischendurch brauchen können. Er ist spannend, er ist unterhaltsam und vor allem, er ist nicht einfach nur 0815 Einheitsbrei, den wir schon 250 Mal gesehen haben. Ganz besonders für Leute, die wie ich gerne Telefonthriller sehen, sollten bei The Call auf jeden Fall einschalten bzw. abheben.
Kommen wir jetzt zu dem Teil, wo bitte alle, die den Film noch nicht gesehen haben, mein Review beenden, damit ich die ein oder andere Kleinigkeit ansprechen kann. Beispielsweise am Anfang des Films, wo der Notruf beendet wird und Halle Berry zurückruft und damit mehr oder weniger den Einbrecher auf das Opfer im Haus aufmerksam macht. Das ist so eine Sache, wo man sagt, dämlich! Aber in der Panik, die Halle Berry in der Szene, finde ich wirklich gut verkörpert, kommt trotzdem nachvollziehbar rüber, dass der Film und das Drehbuch ignoriert diese Sache auch nicht, sondern es gibt für diese Handlung dann auch noch Konsequenzen, wobei mir persönlich der Wechsel, als dann eingeblendet wird, 6 Monate später, zwischen dem Teil, dass eben Halle Berry aktiv die Notrufe entgegennimmt, dann quasi als Lehrerin weitermacht und Leute einschult, die das in Zukunft machen sollen, und dann aber trotzdem mehr oder weniger in einem Atemzug wieder zu dem alten Job zurückwechselt, ohne dass eben das irgendjemand thematisiert, dass sie möglicherweise, obwohl sie den Ruf hat, früher wahnsinnig gut gewesen zu sein, doch jemanden sein Leben gekostet hat. Da ist es dann natürlich auch ein relativ forcierter Plotpoint, dass natürlich der Entführer von Abigail Breslin auch derselbe Entführer, Einbrecher, Killer vom Anfang des Films ist. Zwischendurch gibt es dann auch wiederum noch so ein paar Kleinigkeiten, wie dass der Entführer, finde ich, dafür, dass er normal ein relativ normales Leben führt mit Frau und Kindern, dann in dem Film aber einfach nur komplett durchgeknallt wird, ohne dass der Film jetzt aber ansatzweise erklärt, wie es dazu gekommen ist und wie das passiert. Weil ja, ich weiß, der Film stellt das damit dar, dass seine Schwester gestorben ist und er jetzt quasi die anderen Frauen entführt, um seine Schwester zu ersetzen. Aber wieso er am Anfang des Films das Mädchen ermordet hat, dann offensichtlich 6 Monate lang nichts gemacht hat und mit seiner Familie gelebt hat, wie ein ganz normaler, nicht durchgeknallter Killer und Entführer, und dann es plötzlich bei ihm wieder den Schalter umgehauen hat, da hätte der Film, finde ich, auf der psychologischen Ebene noch ein bisschen mehr bieten können. Vor allem, weil meiner Meinung nach gerade die Entführungsszenen und andere Momente, wo der Killer zu sehen ist, schon ähnlich aufgebaut sind wie vergleichbare Elemente aus einer Folge von Criminal Minds. Und das ist ja, finde ich, gerade etwas, was solche Thriller spannend macht, dass man selbstverständlich zu den Guten hält, aber dass der Film die Bösewichte nicht einfach nur als du bist böse darstellt, sondern auch wirklich für deren Handeln und für deren Aktionen eine Begründung liefert. Und das habe ich ein kleines bisschen vermisst. Was ich, wie schon gesagt, absolut genial fand in Wirklichkeit, war das Ende, wo Halle Berry dann die Tür zuhaut und sagt, it's already done. Klack, so wie es der Entführer immer gesagt hat. Und irgendwie auch eine gewisse Saw-Reference, die sich da bei mir auftut. Was mir allerdings ganz zum Schluss des Films auch noch aufgefallen ist, Halle Berry findet das Versteck des Killers und ruft nicht sofort die Polizei. Ja, der Film zeigt, dass sie quasi nach ihrem Handy greift und das Handy fällt nach unten und dort steht dann kein Empfang. Aber wieso sie nicht ihr Handy packt und wieder nach oben klettert und dann von dort telefoniert? Weil wir wissen, dass dort Empfang ist, weil immerhin hatte Abigail Breslin dort telefonieren können. Das sind halt, finde ich, schon Sachen, die sich dann letztendlich etwas häufen, wo man sich dann zwischendurch ein kleines bisschen fragen muss und die meines Erachtens nach den Gesamteindruck von The Call etwas drüben, aber trotzdem bleibt unterm Strich für mich ein wirklich spannender, gut gespielter, sehenswerter Thriller, den ich einfach nur gerne empfehlen möchte.